nach dem erfolgreichen Spiel Würzburg und dem schönen Feiern, was wir den Wildpark verabschiedet haben, muss ich auch sagen, auch da muss ich ein Lob geben an den Verein, wie sie sich das gemacht haben, die wo da dafür zuständig waren, wirklich Gänsehaut bekommen, was man sich da einfallen lassen hat, fand ich ganz toll. Ja, sind wir jetzt auswärts in Meppen dran. Ich muss sagen, wir haben diese Woche ordentlich trainiert bis jetzt. Wir haben können aus dem Vollen schöpfen sozusagen. Sven Müller, der ja nach dem Unfall etwas länger Probleme hatte mit dem Schleudertrauma, hat wieder trainiert. Gestern hat Manuel Stiefler ein bisschen kürzer getreten, weil er ein bisschen Oberschenkelprobleme hatte. Aber da steht soweit, ich weiß, nichts im Wege. Gestern nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und Martin Röser ist ja auch wieder eingestiegen, schon am Sonntag. Hat er ordentlich trainiert. Und so können wir soweit aus dem Vollen schöpfen. Der SV Meppen, eine Mannschaft letztes Jahr, glaube letzter Oktober, ungefähr ein Jahr her, ein gutes Jahr, wo wir damals unsere letzte Niederlage hatten, bevor wir die Serie starten. Wissen, was auf uns zukommt, eine Mannschaft, die sehr laufstark und mit voller Leidenschaft spielt, die zu Hause auch ihre Punkte schon gemacht hat. Von den 12, die sie jetzt haben, haben sie zu Hause 10 Punkte gemacht. Also es ist eine Mannschaft, die zu Hause ihre Stärken ins Spiel bringt. Und da müssen wir dagegen halten. Und wenn wir das tun, so wie die anderen Auswärtsspiele auch, bin ich guter Dinge, dass wir auch aus dem Emsland auch was mitnehmen. Ich denke, die Trainingswoche, die haben wir gut überstanden bis dato und haben auch gut trainiert. Jeder Spieler hat 100% gegeben, wie sonst auch immer. Und vorgenommen haben wir uns eigentlich, denke ich, jetzt an die letzten Spiele anzuknüpfen, dass wir halt so auch weitermachen. Und wir wissen, dass es in Meppen ein schwieriges Spiel wird. Aber ich denke trotzdem, dass jeder, wie gesagt, 100% dabei ist und wir alles dafür tun, dass wir auch die 3 Punkte mit nach Karlsruhe nehmen. Ja, schwierige Geschichte. Man kann ja sich da immer wieder, natürlich tun die auch ihr Bestes. Und wir hatten einfach dieses Schiri-Glück nicht. Beim Stand von 0-0 in Rostock musst du einen Elfmeter kriegen. Poirier sein Trikot, glaube ich, 1 Meter lang gezogen. Ist für mich unverständlich. Zu Hause kriegst du einen Elfmeter gegen dich, gegen SVW, wo keiner gesehen hat, was überhaupt stattfand. Das sind so Dinge. Ja. Und jetzt auch diese Situation, oder sagen wir die Situation in Unterhaching, wenn man gestern gesehen hat, so ein Tor. Wo ist es gefallen? In der Champions League, wo der vom Torwart stand, da wird es gegeben. Und bei Marvin Poirier in Unterhaching wird es nicht gegeben. Also da hat man auch nicht das Glück. Und jetzt wieder eine Geschichte, wo man vielleicht früher das Tor hätten machen können. Durch den Marvin, wo er in eigener Hälfte losläuft. Also das war ja auch einzusehen. Aber sich immer darüber aufzuregen. Ja, da hätte ich noch mehr graue Haare, habe eh schon genug. Dann deswegen, man muss es einfach mal so hinnehmen. Die machen auch ihr Bestes. Leider hat es uns gerade mehr getroffen, aber ich hoffe, das wird sich wieder ausgleichen. Ich bin einfach der Meinung, und das wird sich auch dann wieder ergeben, diese Liga ist so eng und man muss erstmal die einen Tugenden hinkriegen. Und natürlich haben wir auch schon bessere Spiele gemacht, aber ich sah dieses Spiel jetzt, was wir gemacht haben, nicht so schlecht, wie es viele sehen. Wir haben das Ding erstmal 2-1 gewonnen, das war erstmal wichtig. Aber wenn wir unsere Heimspiele sehen, wo wir uns wirklich insgesamt schwer getan haben, angefangen mit Zwickau, über Jena, wo wir wirklich nicht gut waren, dann gegen Lotte. Wenn man das Spiel Wehen nimmt, war, denke ich, jetzt das Spiel Würzburg mit dem Spiel Uerdingen unsere beste Heimleistung. Wir können es besser, aber wir haben es erstmal gewonnen und das zählt. Ich denke, ich gebe, so wie jeder andere Spieler auch im Team, alles. Und im Endeffekt liegt es dann in Trainers Hand, ob er mich aufstellt. Ich kann nur so viel machen und mich im Training anbieten. Und das tue ich halt oder probiere ich jeden Tag im Training. Und dann auch im Spiel, wenn ich zum Einsatz komme. Justin, wir wissen, was er kann. Justin ist ein hervorragender Fußballer. Trotz allem hat er natürlich ein paar Rückschläge bei uns hier erstmal hinnehmen müssen, durch die Krankheit und durch die, auch in der Vorbereitung, die Verletzungen, die er hatte. Ist auch nicht ganz einfach immer so. Man kommt dann aus Wolfsburg, hat dann auch hier ist anderer Fußball, jetzt wie in Wolfsburg 2 oder bei den Profis mittrainiert. Aber dass er die Möglichkeiten, die Fähigkeiten hat, das wissen wir. Man hat auch gesehen gegen Lotte, wo er den Einsatz hatte.
Licht, aber auch ein paar Schattenteile dabei. Aber es wird immer so sein, auch bei jungen Spielern. Wir hoffen, dass wir ihn dahin kriegen, dass er uns viel Licht bringt. Und da ist er auf einem guten Weg, er arbeitet hart an sich. Und wir werden mit Sicherheit noch Freude an ihm haben. Also man wünscht sich immer, dass man ins Spiel geht, dass man schön spielt, gut spielt und auch hoch gewinnt. Weil das wollen, glaube ich, alle, aber es wollen, glaube ich, alle Vereine. Und vielleicht sind auch Dinge mal nicht so rund. Und da muss sich eine Mannschaft dagegen stemmen. Das haben wir getan. Es ist nicht so rund gelaufen. Und haben uns dagegen gestemmt und haben das Ding gezogen. Was vielleicht unter Haching besser lief, spielerisch. Und deswegen, wenn man mal ein Spiel in dem Moment jetzt nicht so zu Hause und trotzdem gewinnt, wir sind nie zufrieden. Ich sage immer, mein Leitspruch ist immer, Zufriedenheit ist Stillstand und Stillstand ist Rückschritt. Und wenn wir das wären, dann wären wir falsch am Platz. Es gibt immer Hebel anzusetzen. Aber auch jetzt wird es in Meppen nicht unbedingt, dass wir spielerisch uns noch mehr entwickeln müssen, sondern wir müssen erstmal das eine tun, das heißt die Leidenschaft, die Laufbereitschaft des Gegners so mit annehmen und dann darüber hinaus auch unser Spiel auf den Platz bringen, unsere Art und Weise. Und dann sind wir hoffentlich, dann freuen wir uns, wenn wir da was mitnehmen. Und dann schauen wir mal weiter, dann ist Länderspielpause. Haben wieder die Möglichkeit zu arbeiten, haben die Möglichkeit, den Spielern dann in Spielen Spielpraxis zu geben, die wenig haben, um dann den Kader noch enger zusammenzurücken. Also erstmal machen wir die Augen nicht zu, das machen wir auf jeden Fall nicht. Es gibt immer mal wieder was, wir haben im letzten Jahr mit Marvin einen guten Transfer getätigt. Ja, im Winter ist es manchmal nicht einfach, aber letztendlich ist der Kader gut. Wir haben Spieler, die hinten dran sind, die jetzt noch nicht so ins Laufen gekommen sind. Ich denke auch an Martin Röser, Kyung Choi, Justin hier, beziehungsweise auch Salih Sané, die ihre Möglichkeiten haben, die sich noch nicht so akklimatisiert haben vielleicht, also nicht so rund gelaufen, aber auch da müssen wir den Spielern Zeit geben, die Geduld bringe ich mit, habe immer gesagt, ich habe Geduld und ich glaube, dass wir da schon einen guten Kader haben. Natürlich hat er sich auch da mit Spieldauer immer mehr gesteigert. Ich glaube, das tut jedem Spieler gut. Das kann der Justin mit Sicherheit bestätigen, wenn man spielt, dass es dann besser wird. Er hat in Haching eine sehr gute Einwechslung gehabt. Und auch jetzt war eine ordentliche Einwechslung. Ob es ihm da besser geht, weiß ich nicht. Ich glaube, jeder Spieler will von Anfang an spielen. Und wir wissen auch, dass der Kyung, denke ich, eher ein zentraler Spieler ist, ein bisschen auf der 10, wo gerade Toni spielt. Und dann habe ich ihn oft von der Seite gebracht. Er hat das in seinen Möglichkeiten gut gemacht, aber er spielt nicht aus der Schokoladenposition. Ich glaube, da könnte er sich auch besser entwickeln, aber das gehört einfach zur Mannschaft dazu.